Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Full Day of Eating ist heute geplant und wir werden euch zeigen, wie ihr in eurer Diät Fast Food implementieren könnt, denn das mache ich fast täglich. Aber bevor es losgeht, gehe ich jetzt erstmal ins Training. Elmara zeigt euch ganz langsam, wie sie erstmal das vorbereitet, was ich morgens immer esse oder nachmittags, weil wir haben es jetzt schon etwas später. Bis gleich. Gerade kam der Anruf von Benjamin, dass er sich gleich auf den Weg nach Hause macht. Das heißt, es ist jetzt Zeit, sein Essen vorzubereiten. Und zwar ist das eigentlich sein Standardessen. Das gibt es jeden Tag. Das sind Kartoffeln in Pommesform mit Hähnchen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Um die Pommes zu machen, fangen wir erstmal damit an, den Ofen vorzuheizen. Auf 200 Grad Umluft, damit es alles auch schnell geht. Und wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir uns unsere Kartoffeln. Also ich habe jetzt hier vorwiegend festkochend, weil mir aufgefallen ist, dann werden die eher weicher. Und genau, jetzt müssen wir die einfach schälen und schneiden. Das Ganze ist jetzt im Ofen, am besten nach Gefühl. Ich habe es meistens so 20 Minuten im Ofen. Aber guckt, wie kross es ist. Es darf auf jeden Fall nicht verbrennen. Aber man sieht schon, wenn es fertig ist. Ich zeige euch das ja auch gleich. Und in der Zeit machen wir weiter mit dem Hähnchen. Das sind jetzt ein bisschen zu viel Gramm. Wir brauchen nur 100 Gramm, weil wir, wie gesagt, die halbe Portion nur nehmen. Und das schneiden wir uns jetzt zurecht. Na du? Das Essen ist noch nicht fertig? Ist noch nicht fertig. Film braucht ein bisschen mehr Zeit. Oh, ja. Ja, aber du kannst noch duschen gehen dann. Das ist auf jeden Fall immer der Moment, wo mein Körper richtig nach Essen schreit. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe noch nichts gegessen, bin aber komplett... Ja. Mein T-Shirt ist komplett nass. Also mein Körper schreit nach Essen. Ich habe Wut im Bauch. Bitte beeil dich. So, wenn wir das alles so geschnitten haben, dann würzen wir das genauso, wie wir die Kartoffeln gewürzt haben. Also Salz zuerst, dann Pfeffer und zum Schluss noch Paprika edelsüß. So sollte euer Fleisch jetzt aussehen und dann wird es auch endlich Zeit, das Fleisch zu braten. Benjamin ist ja schon da, deswegen beeilen wir uns jetzt. Oftmals ist die Soße so das Schlimmste an allem, aber dafür haben wir eine sehr, sehr gute Alternative gefunden. Und zwar arbeitet Benjamin bei einer Fitnessfirma, und zwar Quantum Leap Fitness, und die haben die Tasty-Soßen rausgebracht und die sind wirklich so, so lecker. Das ist jetzt die Samurai-Soße, die haben auch noch viele andere und die haben so wenig Kalorien. Die haben einfach pro 100 Milliliter haben die nur 24 Kalorien, also noch weniger geht's nicht, und die isst Benjamin wirklich jeden Tag. Was bei Benjamins Frühstück auch nicht fehlen darf, sind seine Vitamine bzw. Supplements. Einmal nimmt er da das Omega-3 von Quantum Leap Fitness, das benutze ich tatsächlich selber auch. Und das Rock Solid, das benutzt er auch noch von Quantum Leap Fitness, das ist so gegen Gelenkprobleme. Das haben wir uns jetzt letztens geholt, das nimmt er jetzt schon ein paar Tage. Und dann noch so D3. So Leute, ich bin geduscht, das Essen ist fertig. Und wer sagt, dass Diät nicht schmecken kann? Hier schön selbstgemachte Pommes, ein bisschen Hähnchen, noch eine Samurai-Soße dazu. Eistee zu trinken, also für mich braucht es nicht mehr, damit ich mir das Essen schmecken lassen kann. Mein Hüttenkäse dazu dürfen wir auf jeden Fall auch nicht vergessen. Der Hüttenkäse von Exquisa mit 26 Gramm Protein ist ein bisschen teurer, esse ich auch nicht immer, aber manchmal geht er. Der rundet mein Frühstück auf jeden Fall noch ab. Obwohl, Frühstück kann man dazu nicht mehr sagen. Es ist gerade schon, wenn man es sieht, 14.54 Uhr. Das heißt, ich versuche meine erste Mahlzeit so spät wie möglich zu machen. Ich bin auch meistens vorher erst im Training und dann esse ich das erste Mal. Morgens habe ich viel weniger Hunger. Morgens brauche ich noch nichts. Ich habe noch von gestern Abend die Energie noch für morgen. Und so halte ich es dann besser aus, weil bei mir kommt der Hunger immer erst später am Tag. Und mit diesem Essen decke ich auch erstmal so die wichtigsten Sachen ab. Kartoffeln, ich habe Hähnchen, Protein, ich nehme meine Omega-3-Kapseln ein, mein D3, meine Kapseln für die Gelenkschmerzen, weil ich ja auch Kampfsport mache und da viel auch dabei zu Schaden kommt. Und später werdet ihr das Besondere an meiner Diät sehen. Und dann lasse ich es mir jetzt schmecken. Okay, Freunde, jetzt kommen wir zum schönen Teil des Tages und auch zum schönen
eine Teil des Videos und der Diät. Und zwar fahren wir zu Subway. Denn Fast Food muss nicht unbedingt schlecht sein. Bei Subway kann man sich sowieso den Burger, also das, was man belegt haben will, alles selber aussuchen. Das Brot kann man sich selber aussuchen. Dann komme ich auf so eine Kalorienmenge. Ich habe das ungefähr mal ausgerechnet mit Del Mara auf 850, die ich da, glaube ich, esse, oder? Sind's noch ja, weniger? Genau. Also wenn du das Große nimmst. Ne? Es gibt ja einmal so ein halbes. Ja. Und dann gibt's das Ganze, aber wir nehmen natürlich immer das Ganze, weil wenn schon, denn schon. Ja. Und genau. Und 850, ja, das ist auf jeden Fall zu verkraften, wenn ich am Tag 2300 habe. Und es macht satt, es macht trotzdem satt. Bibu! Okay, jetzt habt ihr auch die genaue Zusammenstellung von diesem Sandwich, nennt man das, glaube ich, ne? Ja. Und nicht Burger, was ich vorhin gesagt habe. Und da haue ich jetzt rein. Und dazu gibt es auch was Süßes. Ja. Den Macadamia-Keks. Macadamia für zwischendurch, bei der Hälfte. Kurz zur Boxenstopp. Was ich noch dazu sagen muss, Subway ist die gesündere Variante, aber ich gehe auch in meiner Diät regelmäßig in McDonald's essen. Ich rechne das einfach genauso aus. 1000 Kalorien auch bei McDonald's, 1000 Kalorien sind das jetzt hier und kann trotzdem Fastfood essen in der Diät. Und die Leute, die sagen, ja, ich will doch, wenn ich Diät mache, mich gesund ernähren, wenn man das so lange durchzieht, dass man an dem Punkt ist, wo man nur so 15 bis 20 Minuten nach dem Essen satt ist und sonst die andere Zeit immer so einen kleinen Hungergefühl verspürt, dann willst du auf jeden Fall auch mal einfach McDonald's essen oder Subway oder so und nicht immer nur das gesunde Zeug. Also Subway, ihr könnt euch melden. Okay, jetzt noch ein kleiner Spaziergang nach dem Essen, um sich einfach noch ein bisschen zu bewegen. Heute war ich nur einmal im Training, wie gesagt. Ich wollte noch mal erzählen, mein normaler Alltag sieht so aus, dass ich meistens morgens oder mittags im Fitnessstudio bin, dazwischen halt arbeiten. Ich habe nebenbei noch einen Vollzeitjob und dann abends geht's ins Kampfsporttraining, Sportpalast, Team Sportpalast und ja, so sieht's aus. Kommen wir nun zum abendlichen Snack und zwar zwei getoastete Scheiben Toast mit Nutella. Das darf auf keinen Fall fehlen, sonst ist Bebo unzufrieden. Und das Toast wird natürlich richtig genau zubereitet. Genau. Alles wird mit einer Waage abgewogen. Weil Bebo gerne Nutella sehr dick mag. 35 Gramm pro Scheibe. Das ist schon eine Menge. Oh, das sieht schon mal saftig aus. Oh, zu viel. Nee, da ist sie wirklich streng. Da gönnt sie mir gar nichts. Da gönne ich gar nichts. Aber hier seht ihr, wie dick Bebo es am liebsten mag. Deswegen, da gehen schon ordentlich Kalorien für drauf, muss man sagen. Aber mach auch das Ganze vom Messer drauf. Ne? Nicht, dass du da irgendwas ableckst selber oder übrig bist. Den ersten Teil von Bebos Essen haben wir damit fertig. Aber es kommt noch ein zweiter Teil. Natürlich, wie Bebo eben gesagt hat. Natürlich nicht den normalen Käse, sondern den fettreduzierten Gouda. Aber aus dem Aldi, der schmeckt sehr gut. Ja. Der ist aromatisch, pikant. So ein bisschen aromatisch, pikant, genau. Also wie ein Käse, der eigentlich mehr Fett hat, aber er hat nur ganz wenig. Ja. Und dafür viel Protein. Sehr gut. So, bevor ich anfange, auf jeden Fall, was ich jeden Tag trinke, ist dieser Eistee Zero. Der schmeckt so gut, vor allem wenn er kalt ist, da merkt man gar nicht, dass da kein Zucker drin ist. Das gönne ich mir dann noch regelmäßig hier schön am Fenster, damit ich auch frische Luft habe. So habe ich meine Diät durchgezogen. Einfach immer schauen, wie viel Kalorien natürlich morgens auch immer die Vitamine irgendwie mit reinbringen. Aber es muss schmecken. Das ist der Tipp. Das ist, wie es funktioniert. Einfach dran halten an die Kalorien und es muss schmecken.